Servus Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Auf der Jagd nach einem unbekannten Signal, das uns erklären könnte, warum hier alle Maschinen freundlich sind. Und ich habe ja die Hoffnung, naja, wahrscheinlich nicht, aber wäre schön, wenn wir dieses Signal verstärken könnten. Über das ganze Gebiet hier. Das wäre traumhaft eigentlich. Wenn wir ehrlich sind, wäre das, also das wäre richtig Knorke. Wenn wir das einfach über das ganze Land hier ausweiten könnten, das Signal. Weil dann hätten wir erstmal Ruhe. Die Luft wird dünner. Kaum zu glauben, dass die Banuk noch weiter nördlich leben. Da sind zwei Menschen, die sehen aus, als ob die da gefesselt sind. Und ein Lagerfeuer entdeckt. Wo denn? Da oben. Das ist gut, dann kann ich gleich speichern. Das bietet sich ja an. Immer höher. Ich kann fast bis zum Heiligen Land gucken. Vermissen tue ich's nicht. Boah, geil. Voll die Aussicht. Und was ist in diesen komischen Ballons da drin? Was soll das? Ich muss da jetzt rüber, ne? Das ist aber nicht so toll. Boah. Das war knapp. Das ist immer mega knapp, Alter. Also springen tut die nie wirklich weit. Ist ziemlich laut hier, aber die sind auch alle freundlich. Ja, die leuchten auch alle blau. Ob der Schnee wohl liegen bleibt? Schnell darüber. Die Grauhabichte warten nur ab. Ein gutes Zeichen, nehme ich an. Ich hoffe doch. Es ist vor kurzem jemand hier oben gewesen. Waren das Stimmen? So, einmal speichern. Natürlich waren das Stimmen. Ich meine, wir wissen doch schon, dass hier jemand ist. Hier sind mehrere. Die sehen auch da gefesselt aus. Er ist gefesselt anscheinend. Dorgel, Garnund. Huch. Ach, ich bin wieder zu nah dran. Geh weg. Ich will nicht manuell speichern. Ich will schleichen. Ihr könnt uns nicht hier lassen. Schnauze, was ist hier los? Ach, Osseram. Na, ihr. Schickt Wilgund dich. Pfeifen. Hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Ah, eine faire Einschätzung. Ja, sieht zu, dass ihr Land gewinnt. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Die wollen es verkaufen. Es ist vom Himmel, also als ob es vom Himmel gefallen ist, könnte ein Satellit gewesen sein. Kann das sein, dass deswegen die Maschinen so aggressiv geworden sind? Das war ein Satellit, der abgestürzt ist und der halt vorher den ganzen Planeten mit diesem Signal überzogen hat. Habt ihr losgelassen, ihr Haufen Holzköpfe? Das war doch deine Schuld. Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lasst mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Dein Leben. Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Sie haben es verbockt. Jetzt? Hä? Oh, oh. Die Vögel sind weg.
Hochentwickelter Prozessor, schwer beschädigt. Katastrophale Fehlfunktion. Das ist lange her. Mhm. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Ganz toll. Also hier können wir nichts mehr machen. Oh Gott, ich... Sag doch, jetzt müssen wir gegen... Oh Gott, toll. Das war unsere letzte Hoffnung. Wahrscheinlich. Schnell nochmal speichern. Das war unsere letzte Hoffnung. Ah, nicht runterfallen. Ich höre Schreie. Nein, der Angriff hat schon begonnen. Yep. Wir jagen wieder. Juhu. Hauptsache der Scheiß. Donnerkiefer wacht nicht auf. Die Maschinen sind wütend. Bleibt weg von ihnen. Nein, nein. Jäger, verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Greif mich an. Ich hab keine Angst. Alter, warum der so eskaliert? Ich wurde noch nie besiegt. Nie. Jetzt kommt mein Lied, Maschine. Und was für eins. Nicht lange Feuer. Aua. Wir jagen wieder. Runter, jetzt. Autsch. Ja, greif mich an. Ich hab keine Angst. Renn in der Hölle, Mistvieh. Warum geht er eigentlich nur auf mich? So viel zu Zukunftsvieh. Es war nur eine Nebenwirkung. Eins, nicht darüber sein. Nicht wirklich. Toll. Eine Handhabungsspule. Na, immerhin ist der olle Donnerkiefer nicht aufgestanden, Alter. Das wäre nicht so schön gewesen. Das sag ich dir. Das wäre nicht so schön gewesen, wenn der Donnerkiefer aufgestanden wäre. So, hier haben wir noch eins zerledert. Waren hier nicht noch mehr? Eine Schockspule. Waren hier noch irgendwelche Wächter? Okay, jetzt kann man die alle auswählen. Oder anwählen. Oder was weiß ich nicht, wohin wählen. War ich jetzt eigentlich da oben? Ja, da war die Ausgrabungsstätte. Ist okay. Ist okay. So, ihr seid easy going. Warte, ich gucke mich einmal um, ob hier noch irgendwo was rumfliegt. Weil eigentlich waren hier auch noch ein paar Wächter unterwegs. Aufpassen jetzt. Hier sind Eindringlinge. Naja, jetzt müsst ihr aufpassen, Freunde. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, statt Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir... Das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk. Hui. Kehre zu Wilgun zurück, ja. Okay. Es war wahrscheinlich ein Satellit. Der war wahrscheinlich... Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Satellit war, der dieses Signal halt
ausgestrahlt hat, als er noch im All war, und irgendwann ist er abgestürzt aus was weiß ich für einem Grund. Es passiert halt mal, Satelliten stürzen mal ab. Und ja, so kam es dann genau dazu. Ich glaube, hier will ich jetzt nicht hin. Ich würde sagen, wir sind erstmal durch mit dem Backtracking. Was ja kein richtiges Backtracking war, weil hier waren wir ja noch nicht. Aber nichtsdestotrotz war das hier ein Backtracking. Da ist auch noch ein Händler. Dann würde ich sagen, reisen wir mal zurück nach Meridian, weil hier haben wir, glaube ich, jetzt alles eingesammelt, wenn ich mich nicht gänzlich irre. Ja, hier ist nichts mehr. Der olle Bunker ist hier noch. Da kommen wir aber leider noch nicht rein. Ach nee, haha, wir wollten noch jagen. Warte. Hier. Genau, dann machen wir erstmal den hier. Lass mich erstmal die Quest aktivieren. Und dann reisen wir hier schnell hin und jagen noch eine Runde. Ja, das mit dem Signal. Mensch, wäre schön, wenn wir das hätten verstärken können. Wenn uns das was gebracht hätte, hat es aber leider nicht. Ja, aber das Ding ist wahrscheinlich abgestürzt und dann kam halt diese Vierfunktion. Wann war das? Ich glaube vor 60 Jahren oder so. Schade. Naja, wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Vielleicht ein anderes Mal. Schade. So, jetzt. Boah, Ladezeit. Gut, ich war. Wo bin ich jetzt hin? Ach ja, zum Jagd. Ja, waren wir schon 100 Jahre nicht mehr, ne? Warte. Wo ist denn. Hier. Speichern. Hast du ein gratis Kistelein für mich? Rein zufällig? Oder ist sie. Nee, gibt immer nur einmal. Ist okay. Hast du sonst irgendwas? Nix. Ne, die haben alles dasselbe hier. Alles andere kriegen wir dann im Meridian. Dann mal ran an den Hüter. Bereit für eine Prüfung? Jo. Guck mal, da haben wir nämlich schon eine Halbsonne. Dann machen wir als nächstes die die Holzstapelprüfung. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieße auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Okay. Dann mal ein Tau. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutscht. Mhm. 20 Minuten Zeit, soweit ich weiß. Okay. Wo sind denn Holzstapel? Ich sehe gar keine. Hier zum Beispiel. Mit der Sprengschleuder, die ich nicht ausgerüstet habe, weil ich doof bin. Ja, jetzt brauche ich die Sprengschleuder. Das ist ja ganz toll. Waffen. So, eine Schattenschleuder habe ich hier. Und eine Kaja-Schleuder. Ich habe keine Sprengschleuder. Toll. Das ist toll. Ich habe keine Sprengschleuder. Hier habe ich ein bisschen Draht. Ja. Mache ich mal den. Eis, Feuer, Blitz. Ich habe keine Sprengschleuder. Ganz ruhig. Ja, klappt super. Die müssen hier lang. Die müssen hier lang. Wo sind die denn jetzt? Hier vorne. Mhm. Okay, hier ist alles voll mit Holz.
Oh, der sieht mich. Rennen hier hinten lang oder was? Lauf! Ne, sind hier oben. Es bringt so gar nichts. Schön leise jetzt. Muss darauf warten, dass die zurückwandern. So, das war der erste. Warte mal. Eins, zwei, drei. Alter. Totale Eskalation. Was will er denn? Ist bitte still. Na komm her. Sehr gut. Können wir da alles einsammeln? Siehst du, das ging noch. Und mit Sprengfallen kommen wir, glaube ich, noch besser gut durch. Hey, du. Und gibt gleich ein bisschen Material. Haben wir jetzt ein paar zerlegt hier. Zack. Ah, haben wir auch nicht ein paar erwischt hier. Gut, die natürlich erstmal in die richtige Richtung treiben, ist natürlich erstmal die Kunst an der ganzen Sache. So, dann können wir jetzt die Quest abgeben. Dann machen wir gleich die nächste. Und dann müssten wir eigentlich unsere drei Halbsonnen haben. Locker flockig. Gut, das hier zu schaffen ist, glaube ich, auch keine große Kunst. Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Wenn du schneller wirst, gewinnst du eine Glutsonne. Schön, sogar eine Vollsonne. Nice. Da machen wir. Erledige mit dem Sprengdraht und der Kajar Stolperfalle Graser. Ich stoppe die Zeit. Explosionen machen ihnen Angst. Treib sie mit der Sprengschleuder in deine Fallen hinein. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Ich auch. Das wird gar kein Problem. Glaube ich. Wir müssen ja nur hier alles dicht machen. So, 6 Stück. Einmal. 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 Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Na, hier könnten die sogar unter durchkommen. Ja. So. Falls hier oben lang laufen, so.
Dann machen wir eben hier drüben noch schnell ein paar hin. Und dann können wir in die eine oder in die andere Richtung flüchten. Geht ja gar nicht anders. Zack. Und da und da. Dann jetzt den. Dann wollen wir gleich mal schauen, wie viel wir erledigen. 6 Stück müssen wir alle machen. Boah. Natürlich. Natürlich sind sie wieder ganz woanders lang gelaufen. Wie sollte es auch anders sein? Der rennt da einfach runter durch. Toll. Dachte ich mir, kriegst vielleicht mal eine Blutsonne, aber nein. Das wäre wieder zu vieles Guten gewesen. Okay, das war der. Wo sind die? Sind die da? Och Mensch, macht's mir doch nicht so schwer, Leute. Was ist denn los mit euch? Ist doch kacke. Ach Mensch. Das war's. Die anderen haben nichts bemerkt. So. Gucken, ob ich jetzt in die richtige Richtung treiben kann. Warte. Also das mit dem Hin- und Hertreiben ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn die das nicht kratzt. Jagen Sie mich. Autsch. Prüfung abgeschlossen. Sehr gut. Mistvieh. Greif du mich mal nochmal an, du. Wie weit husten will ich dir? So, jetzt muss ich erstmal Zeugs zusammensuchen. Das brauche ich. Okay, anscheinend habe ich wie mehrere mit einem Draht erwischt. Oh, gleich noch mit Baumstämmen auch noch erwischt. Sehr gut. Siehst du, dann können wir nämlich gleich nach Meridian zurück und schon mal in die Jägerloge. Gibt auch viel Material hier. Also hier können wir eigentlich mal öfters durchflügen durch das Gebiet. Einfach weil wir hier immer Lohe und Draht kriegen. Das ist immer sehr gut. So, noch irgendwo einer. Was fallen hier lassen? Ich glaube, hier auf der Seite war noch was. Jo, der da.
können wir die hier wieder einsammeln. Hier lag auch noch einer rum. Genau. Sie hat so was Blaues auf Tasche. Könnte ein Herz werden. Ist auch ein Herz. Ist okay, ist okay. So, das nehmen wir wieder mit. Sonst noch irgendwas? Ach hier, Le Grande Mistvieh. Na schön. So. Auch erledigt. Guck, die haben irgendwie immer Lohe und Draht dabei. Immer. Das ist sehr gut. Gut, die Prüfungen waren jetzt nicht sonderlich schwer. Muss ich ja mal sagen, aber ich glaube, die hier sind dafür da, um die Quest überhaupt erledigen zu können, in irgendeiner Art und Weise. Weil sowas ist blöd, wenn da irgendwas offen bleibt. Vor allem wegen sowas dann. Wenn dann wegen sowas eine Quest offen bleibt, ist das richtig scheiße. Aber hey, es wird. So, gab auch wieder eine Vollsonne, meine ich, ne? Also gibt wieder ordentlich XP. XP, hey, Magge. Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Wenn du schneller wirst, gewinnst du eine Glutsonne. Nö. Deinem Eintritt in die Jägerloge steht nichts im Weg. Viel Glück in Meridian. Natürlich kannst du gern noch mehr Prüfungen bei mir machen. Das ist aktuell nicht notwendig, aber danke. Ciao. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. Naja, das passt schon. Sehr gut. Dann haben wir ein bisschen was bekommen. Wow. Wow. Hat sich voll nicht gelohnt. Aber hey. So, Feuer, 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 Feuer. Da ist Feuer. So, einmal speichern. Dann haben wir auch noch einen Fertigkeitenpunkt bekommen. Wie waren wir jetzt? Eine, genau. Warte mal. Hä? Geh doch mal weg jetzt mit dem Scheiß. Ja, rede mit Ligan. Ich will dich doch. Wenn du mich in die Map lässt, dann mache ich das. Schuh, Meridian, Meridian. Was? Ach so. Hä? Wieso sind die jetzt ausgerüstet? Das Schöne ist ja, das ist hier gleich alles ums Eck. Deswegen können wir da hinreisen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Können wir irgendwo in die Nähe reisen? Hier können wir hinreisen. Machen wir glatt und los. Dann quatschen wir jetzt eben mit dem. Beziehungsweise in der nächsten Folge quatschen wir mit dem. Den Ladebildschirm müsst ihr jetzt einfach ertragen. Wir geben eben die eine Quest bei dem Hyopai mit dem Signal ab. Und dann, ja, wenn ich gewusst hätte, dass der Ladebildschirm so lange ist, hätte ich vorher abmoderiert. Man kann nicht alles haben. Ach Freunde, wisst ihr was? Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ihr könnt jetzt gerne abschalten. Bis morgen. Danke und ja. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Ciao.